neue Belohnung. Willkommen beim stillen Stifter. Deine Gönner sind sehr großzügig. Hier, bitte. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. Was macht die Suche nach Kupka? Verläuft im Sande. Es gibt unzählige Sichtungen seltsamer Soldaten hier und dort. Aber leider nichts Konkretes. Doch ich finde schon noch heraus, wie er Rosalit verlassen hat. Ja. Bleib dran. Wenn jemand dieses Rätsel lösen kann, dann du. Und ich warte so lange, wie es nötig ist. Wartest du hier? Sprich denn etwas dagegen? Weißt du, Clive, ich denke, es ist ein Segen, dass du den Thron deines Vaters nicht geerbt hast. Deine armen Untertanen würden in Angst vor dir leben. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich will kein Herrscher sein. Das beruhigt mich. Clive, hast du kurz Zeit? Wir haben einen Gast. Ein Gast? Für deine Mühe. Wie großzügig, gerne wieder. Onkel Byron? Clive, mein Junge! Zapf ein Fass an! Dein Lieblingsonkel ist hier! Hey, Doc. Währenddessen. Nimm dir Shazia. Das sieht auch so gut aus, ne? Aber wir werden das dann wahrscheinlich nur als Schlachtfeld betreten. Was entgegnen wir? Falls sie gewillt sind, ihre Kriegsschuld anzuerkennen, sollten wir darauf eingehen. Dennoch. Kein Vertrag ohne beträchtliche Reparation. Die Chasias Vorräte sind nicht so groß wie erwartet. Ja, es gibt viele Mäuler zu stopfen. Die Dalmeker werden ihre Schatzkammern für uns leeren müssen. Natürlich war all dies nur möglich, dank eures taktischen Geschicks, Prinz Olivier. In der Tat, keiner von uns hätte den Mut, mit dem mächtigen Titan zu verhandeln, geschweige denn den Verstand, ihn für uns zu gewinnen. Das Kaiserreich steht in eurer Schuld. Möge der Segen der Kristalle mit euch sein, eure Hoheit. Möge der Segen der Kristalle mit euch sein. Sehr gut. Nun, lasst uns die Frage besprechen, wann genau die Dalmeker ihre Truppen abziehen werden. Dions Feuer könnte uns das alles ersparen. Die Herren der Wüste werden sich nicht rühren, bis ein Vertrag zustande kommt. So lasst uns weiter verhandeln. Geben wir ihnen Zeit, uns wirklich all ihr Gold zu präsentieren. Und sobald sie unsere Forderungen erfüllen, welchen Wert hat schon ein Schriftstück? Eure Heiligkeit, wenn Prinz Dion zu Felde zieht, wird der Feind sicherlich auch seinen Dominus entsenden. Natürlich würde seine Hoheit triumphieren, doch es gäbe große Verluste auf beiden. Keine Angst vor Hugo Kupka. Gegenwärtig ist er an der Westfront. Selbst wenn die Dalmeker nach ihm schickten, käme er zu spät. So sehr mich ein Duell auch verzücken würde zwischen Bahamut und Titan,
Es soll nicht sein. Und eure Untertanen, eure Heiligkeit? Wenn die Stadt zum Schlachtfeld werden sollte, sind sie es, die am schlimmsten leiden. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Doch für jeden Untertan, der stirbt, wird ein neuer geboren. Für jedes Heim, das brennt, ein neues errichtet. Das Reich wird fortbestehen. Dion? Ja, Herr. Ob wir vielleicht Bahamut auf unsere Seite bekommen können? Ich glaube nicht, dass er damit so einverstanden ist, was sein, ist ja sein Vater, aber der, es verhält sich nicht so. Seit wann muss der Sohn seinen Vater mit mein Herr ansprechen? Mach dich kampfbereit. Aber Herr... Muss ich mich etwa wiederholen? Reite an die Front und erwarte Befehle. Wenn ihr es wünscht, eure Heiligkeit, dann breche ich auf. Wir werden auf jeden Fall gegen ihn wahrscheinlich kämpfen müssen, auch in seiner Bahamut-Gestalt. Aber dennoch hoffe ich, dass wir den danach unsere Seite ziehen. Vergeben. Unsere Seite ziehen können. Was prophezeien die Astrologen? Die Zeichen sind eindeutig, Eure Heiligkeit. Der Schatten des Verrats liegt auf dem Prinzen. Annabella sprach also die Wahrheit. Du enttäuschst mich, Dion. So bekommen wir ihn wirklich auf unsere Seite. Na gut, vielleicht nicht wirklich auf unsere Seite, aber wenigstens gegen, ja, gegen unsere Mutter. Was macht denn Onkel Byron hier bei uns? Ich frag ihn am besten selbst. Die Racker stellen schon wieder Unfug. Bei uns nehmen die Überraschungen. Ich will lieber Bahamut auf unserer Seite als gegen uns. Wer möchte das nicht? Ja. Neffe, hab dich vermisst. Wie hast du uns gefunden, Onkel? Mit Unterstützung des jungen Sir Wade. Ein wirklich sehr hilfsbereiter Bursche. So wie du anscheinend. Die Hüter und ihre Freunde erzählen die wildesten Geschichten über deine Heldentaten in Rosalith. Deshalb bin ich hier. Ich will wissen, was wirklich vorgefallen ist. Um Fakten und Fantasie zu trennen. Hast du mit den Hütern der Flamme die Bürger von Rosalith nach Port Isolde evakuiert? Das habe ich, ja. Dann habe ich auch ein paar Fragen. Komm, gehen wir hinein. Sehr gern. Du da? In den Truhen sind 2000 Myriaden Gil. Sieh zu, dass sie in die Taschen meines Neffen kommen. 2000? Was? Und ich fürchte, mehr weiß ich auch nicht.
Eine Flotte südlich vor Port Isolde? Höchst interessant. Bedauerlicherweise endet hier mein Wissen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Kupka in Rosalith verwundet wurde. Erst recht nicht, dass mein eigener Neffe ihm diese Niederlage beschert hat. Was denkst du, Vivian? Ich denke, mit diesem Hinweis auf die dalmekische Flotte und den jüngsten Berichten über Valuta-Manöver haben sich die letzten Details des Rätsels ergeben. Kommt, ich zeige es euch. Wir wissen, dass Kupkas Heer über den unbewachten Seeweg in Rosaria eindringen konnte. Dieselbe Route käme wohl auch für die Valuta in Frage. Schließlich ist ihre Marine bekannt für die Effizienz, mit der sie ihre Ritter von einem Schlachtfeld zum nächsten trägt. Und ihr Flaggschiff, die Einherja, oder Schwarze Galeone, wie sie auch genannt wird, ist nicht minder gefürchtet als die legendäre Kavallerie des Königreichs. Nur dank ihr war es Valut überhaupt erst möglich, den Blick auf die Länder jenseits von Ashra zu richten. Ja, es ist überaus wahrscheinlich, dass auch die Valuta Rosaria über den Seeweg erreichten. Überlege selbst. Wenn du Titan vor dem Tod retten wolltest, wohin würdest du ihn bringen? Zweifelsohne nach Drachenfang, oder? Ein sicherer Ort mit genug Äther, um seine Wunden zu heilen. Doch mit dem Schiff wäre das ein langer Umweg über das Südkap. Gehen wir trotzdem davon aus, dass die Valuta an Land gegangen sind, um dir Kupka vor der Nase wegzuschnappen. Hätten sie das wirklich riskieren wollen? Ihn an Bord eines der Schiffe zu nehmen, die mit wehenden Flaggen vor Port Isolde gesichtet wurden? Wochen auf See, unerbittlich vom Wind und den Wellen durchgeschüttelt, kämen für einen schwer Verletzten einem Todesurteil gleich. Nein. Kupkas treue Anhänger würden verhindern wollen, dass dies seine letzte Reise wird. Welchen Plan verfolgten die Valuta dann? Die Berichte lassen vermuten, dass sie nicht die Küste, sondern die Wüste ansteuerten. Auf direkter Linie durch die Dünen der Velkroi könnte eine kleine Karawane Kupka Tage eher nach Hause bringen als das schnellste Schiff. Kein Zweifel. Alles deutet darauf hin, dass es die Valuta waren, die Hugo Kupka gerettet haben. Darauf würde ich dein Leben verwetten. Also kümmern wir uns jetzt um den nächsten Kristall, wenn wir schon in die Richtung gehen. Dann nehmen wir den Kristall gleich also mit. Also dann haben die Valuta den Schuft in Sicherheit gebracht. Wenn ich darüber nachdenke, die Schiffe, die ich gesehen habe, kamen mir etwas seltsam vor. Die Besatzung wirkte niedergeschlagen, wie in Trauer. Als ob sie glaubten oder jemand sie hat glauben lassen, dass ihr Dienstherr tot sei. Scharf beobachtet, Lord Rosfield. Und das ist deine Antwort. Um Kupka zu finden, musst du nur der Spur der Valuta durch die Velkroi folgen. Sie dürfte schon erkaltet sein, aber wie sagt man in der Republik? Alle Wege führen nach Drachenfang. Ich denke, ich werde dich ein Stückchen begleiten. Wie es der Zufall will, hatte ich ohnehin vor, nach meinem Besuch hier Richtung Kanva zu reisen. Also Drachenfang Rom. Drachenfang wäre nur ein kleiner Umweg. Das würde mich sehr freuen. Gib mir noch einen Augenblick. Ich muss den anderen Bescheid sagen. Dann können wir los. Gut, aber beeil dich, mein Junge. Mir juckt's in den Füßen. Naja, wir haben hier alles erledigt soweit. Aber das Brett kann ich mir nochmal anschauen. Bist du für einen meiner Vorträge hier? Nein, ich will mir nochmal die Lage. Erlaube mir, dich aufzuklären. Und die Akteure das mir genauer. Das ist mein Kenntnisstand. Ja, Titans Dominus. Wohlhabende Adliger.
Die Heilmittelverkäuferin hat irgendeine Funktion noch. Königreich Valut. Ja klar sind Valut. Der Kommandant der Königsritter hat ihn uns weggeschnappt. Aber der Kommandant muss eine Verbindung zu Ultima haben. Er hat uns Mythos genannt. Und nur Ultima hat uns bis jetzt so genannt. Vielleicht weiß der Kommandant auch ein bisschen mehr. Aber das Problem ist, um an Titan ranzukommen, also um an Hugo ranzukommen, müssen wir wahrscheinlich vielleicht sogar noch an Odin vorbei, wenn wir Pech haben. Und Odin ist mächtig. Es ist wichtig, seinen Platz in der Welt genau zu kennen. Ja, unser Weg führt jetzt zu Drachenfang. Ich hoffe, dass wir vielleicht erstmal in dieses Gebiet kommen. Und nicht gleich in ein Kampfgebiet, weil Kampfgebiete finde ich schade. In letzter Zeit nur noch Kampfgebiete. Hier nichts mit erkunden. Aber gut, das ist eine kleine Insel. Viramu. Naja, eigentlich ist Odin so mächtig, dass er mit einem Schwerthieb alles vernichten kann. Ich sag nur Santen Zuken. Die Lage der Welt ändert sich stetig, Clive. Wie ich höre, ist Mit mit ihrer kleinen Werkstatt fertig. Otto, Kupka ist in Drachenfang. Ich breche gleich dorthin auf. Mehr Bart, mehr Power. Bist du da etwa alleine rein? Keine Sorge. Ich habe nicht vor, den Mutterkristall zu zerstören. Erstmal will ich nur Kupkas Kopf. Ich werde vorsichtig sein. Versprochen. Das Land um Drachenfang gehört alles zu Kupkas Lehnsgut. Wenn du Schwierigkeiten bekommst, frag nach einer Rujena Dalimil. Man nennt sie auch die Wüstenhäsin. Wer ist das? Okay, das wird also ein Erkundungs... von Sid. Von ihm persönlich. Gebiet erstmal. Ich weiß nur den Namen. Und dass sie sich in Dalimil an der Schenke trafen. Seit seinem Tod haben wir nichts von ihr gehört. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der neue Sid ihr Interesse weckt. Danke. Ich werde es mir merken. Und, was ist mit deinem Onkel? Also, er kann gern bleiben, aber... Schau nicht so besorgt. Er kommt mit mir. Das wollte ich hören. Gav, Otto, kümmert euch um alles Weitere. Verlass dich auf uns. Sprich mit Byron. So, du kommst mit mir. Gut, Onkel. Es kann losgehen. Bereit? Jawohl! Komm! Auf geht's ins Abenteuer! Jawohl, ja! Das wollte ich wissen. Das dritte Gebiet. Die Wüste. Oh, die Wüste. Es geht also in sandige Gefilde. Mal wieder nach so langer Zeit. Naja, wann war das letzte Spiel, wo wir... Es gibt eigentlich in jedem Spiel eine Wüste. Wir waren ja bei Zeldau letztens in der Wüste. Republik Dalmekia. Und das ist ein Gebiet, wo wir wieder ein bisschen erkunden können. Neue Monster.
Hier hätten sie die Skorpione reinmachen können. Ich war ein junger Mann, als ich zuletzt hier gewesen bin. Da hinten liegt ein Handelsposten, nicht weit von hier. Direkt am Weg nach Drachenfang. Dann lass uns dort beginnen. Ja, da sind sie doch, Skorpione.